Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Zu diesem Anlass habe ich mich eigens in liturgisches Gewand geworfen, denn das Weiß, das sonst die liturgischen Dienste, gerade die Messdiener, tragen, das Weiß ihrer Rochettes, das verweist uns auf das Weiß der Taufkleider. Der weiße Sonntag erzählt davon, dass die Täuflinge, die in der Osternacht getauft wurden, heute am weißen Sonntag diese Kleider der Gemeinde noch einmal vor Augen stellen. Wir dürfen uns also heute in besonderer Weise erinnern an unsere eigene Taufe, an das große Geschenk, das wir erhalten haben von unserem Gott, dass er uns begleitet ein Leben lang. Die Taufe, Zeichen zu Beginn unseres Lebens, dass bei all dem, was uns auf unserem Lebensweg auch zustoßen mag, wir Gott als unseren Wegbegleiter, als unseren Weggefährten wissen. Gerade in so schweren Tagen, wie wir sie gegenwärtig durchleben, kann uns das doch Trost sein. Wir können zu unserem Gott kommen, mit allem Schönen, was unser Leben prägt, aber auch mit unserer Verunsicherung, auch unser Scheitern, unsere Zweifel. All das darf hineingenommen werden in unsere Beziehung zu Gott. So wollen wir beten. Guter und barmherziger Gott, du kennst unsere Zweifel und Verzweiflung, aber auch unsere Hoffnungen und Träume. In Jesus Christus begleitest du uns auf unserem Lebensweg. An seinen Wundmalen in dieser oft geschundenen Welt erkennen wir deine Gegenwart. Mache uns zu Zeuginnen und Zeugen für die österliche Glaubenserfahrung, dass Tod und Sinnlosigkeit nicht das letzte Wort haben, sondern deine Zusage für ein Leben in Fülle. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, Wegbegleiter und Herrn. Amen. Im Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch.
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Der französische Philosoph René Descartes hat sein ganzes Denken in einen Satz zusammengefasst. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Dieser Satz, er rührt aus einer Grundhaltung, wie Descartes philosophieren wollte, wie er seine Wissenschaft betrieb. Aus einer Haltung von Skepsis heraus. Er wollte alles hinterfragen. Doch verunsichert das nicht, wenn du alles bezweifelst, wenn nichts dir mehr fraglos erscheint? Und deshalb wurde genau dieser Satz für Descartes so bedeutend. Denn ich denke, also bin ich, zeugt von einer Selbstgewissheit. Ich bin es, der hier denkt. Und mag auch alles in meinem Leben zweifelhaft erscheinen, dieses Ich kann ich nicht verlieren, wenn ich denke. Der heutige Sonntag, er wird in besonderer Weise in Verbindung gebracht mit dem Apostel Thomas. Häufig wurde er als der ungläubige Thomas bezeichnet. Und dabei werden wir ihm, so meine ich, nicht gerecht. Was stimmt? Thomas ist ein Zweifler. Er hinterfragt, will sich nicht einfach auf die Worte seiner Freunde verlassen. Er will es selbst erfahren, aus der Ich-Perspektive. Er will es begreifen können, dass Jesus lebt. Ihm wird dieses Geschenk zuteil. Jesus begegnet ihm ganz persönlich, bietet ihm an, zu begreifen, ihn anzurühren. Menschen, die glauben, sind Menschen, die auch Fragen stellen dürfen. Sie müssen sich nicht auf die Lippenbekenntnisse anderer verlassen. Sie gebrauchen gerade
die Erfahrung aus der Ich-Perspektive. Ich muss es selbst erleben können. Der Theologe Karl Rahner hat dieses einmal in die Worte gekleidet: Der Christ der Zukunft, er wird ein Mystiker sein oder er wird nicht sein. Meint nichts anderes. Es gebraucht Menschen, die Gott erfahren im eigenen Leben. Die vielleicht so formulieren können: Ich werde geliebt, also bin ich. Aus dieser Grunderfahrung der Annahme durch Gott leben zu dürfen, diesem Gott im eigenen Leben einmal begegnet zu sein und sich dann verändert zu sehen, das ist das große Geschenk, das einem Menschen zuteil werden kann. Ostern will uns genau zu diesem Geschenk hinführen. Begegne deinem Gott. Du darfst kommen mit deinen Fragen, mit deinen Sehnsüchten. Musst nicht einfach alles hinnehmen, was dir auf deinem Lebensweg begleitet, sondern geh mit deinem Gott ins Gespräch. Er hält es aus. Jesus weicht dem Gespräch mit seinem Freund Thomas eben nicht aus. Er gibt ihm die Chance, ihm neu zu begegnen. Das Osterfest 2020 kann genau dazu Einladung sein, in seiner besonderen Form, wie wir es feiern müssen. Begegne noch einmal ganz persönlich deinem Gott. Er will dir das Leben zusprechen. Amen. Ich möchte im heutigen Gottesdienst zu einer besonderen Form des fürbittenden Gebetes einladen, zu sogenannten Ein-Wort-Fürbitten. Es gebraucht oft nicht das Ausschweifende. Gott weiß, was wir im Innersten gebrauchen, was wir nötig haben. Sprechen wir Gott im Stillen genau diese Worte zu. Und so wollen wir beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Barmherziger Gott, am Ende dieses kurzen Gottesdienstes wollen wir dir Dank sagen für das Neue, das durch deine Liebe in unsere Welt gekommen ist. Dein bedingungsloses Ja zum Leben und damit zu uns animiere uns, in dieser Welt von Krankheit, Krieg und Terror, von Angst und Leid das Zeichen des Lebens hochzuhalten und Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu verkünden. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und so segne und beschütze euch der treue, der euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Musik.